Und zugeschaltet ist unsere Italien-Korrespondentin Bettina Gabe in Stresa. Ja, eine erste Vermutung zur Ursache ist ja ein Kabelriss im obersten Bereich. Welche Informationen liegen dir darüber vor? Ja, also das Kabel soll offenbar durchgetrennt worden sein. Und das ist das Kabel, das die Gondel nach oben gezogen hat. Nun fragt man sich, warum die Gondel dann eben nicht auf dem Hauptkabel gelegen hat und zumindest weiter auf der Seilbahn geblieben ist, sondern abgestürzt ist. Das wird noch geklärt werden, während weiterhin natürlich auch man kämpft um das Leben des Überlebenden hier. Und es regnet hier, das macht die Untersuchungen am Ort des Unglücks und auch an den Zugängen sehr, sehr schwer, denn die Zugänge sind zwar abgesperrt, denn auch Neugierige tendieren natürlich dazu, in diesen Momenten dorthin zu gehen. Und es sind sehr, sehr schwer zugängliche Orte, denn die Straßen, die an die Wanderwege, die nur, wie hier einer aus dem Ort sagte, nur die Pilze suchen kennen, die sind natürlich sehr, sehr eng. Insofern ist es sehr, sehr schwer, heute diese Arbeiten hier weiterzuführen. Aber es wird natürlich mit Hochdruck gearbeitet, daran die Unglücksursache aufzuklären und am Ort auch noch weiter zu suchen, ob es möglicherweise weitere Opfer gibt. Ja, ein Kind liegt ja noch im Krankenhaus. Weiß man, wie es ihm geht? Es soll sehr schwer verletzt sein. Es soll gestern 5 Stunden an Armen und Beinen operiert worden sein, weil es sehr, sehr schwere Brüche hat. Aber es scheint nicht mehr in Lebensgefahr zu sein. Bis zum Abend wusste man noch nicht einmal um die Identität dieses Kindes, denn es ist offenbar eines der Kinder einer israelianischen Familie, die in der Kabine war und die auch ein anderes Kind, ein 2-jähriges, verloren hat mit diesem Unglück. Erst am Abend hat sich tatsächlich eine Tante gemeldet, die gemerkt hatte, dass eben ihre Angehörigen unter den Opfern des Unglücks waren. Ja, und es ist ja das schwerste Seilbahnunglück in Italien seit 1998 und sorgt landesweit für Entsetzen, aber auch international. Allerdings überall ist die Anteilnahme groß, nicht nur, weil das hier natürlich eine internationale Urlaubsregion ist, sondern auch, weil solche Art Seilbahnen natürlich in vielen Ländern funktionieren und in vielen Ländern Touristen ans Ziel bringen. Diese Seilbahn war erst 2020, das Seil selber war erst im vergangenen Jahr kontrolliert worden und sollte 8 weitere Jahre halten. Also ist es besonders wichtig, die Unglücksursache aufzuklären, um auch in anderen Ländern weitere Unglücke zumindest mit dieser Unglücksursache zu verhindern. Bettina, danke nach Stresa für deine Eindrücke und die vielen Informationen.